Jo, moin und herzlich willkommen zu einer Runde LS17. Jo, wir sind hier immer noch in Holland, auf der Landscape. Ich habe gerade ein bisschen was gefrühstückt, bin schon seit 5 Uhr in der Gänge. Haben wir eben Kaffee geschlürft hier auf der Bank. Antje, die ist auch schon seit 5 Uhr in der Gänge. Die hatte die Drillmaschine geladen und dann ist sie ab auf dem Acker, die liegt Bohnen. Jo, und wir wollen zusehen, dass wir ein paar Fudosilo reinkriegen hier, ne? Ja, da seht ihr, bei Willem war ich auch schon, hat mir einen Silo-Verteiler geholt. Oh, den erstmal aus dem Bett kriegen, du, mein lieber Mann, du. Naja, wie wir mal sehen. Läuft eigentlich ganz gut mit dem Ladewagen und dem Trecker hier. Fahren wir hinten rum. Was ich mir da so gedacht hatte, von der Größe mit dem Trecker und dem ganzen Kram, so funktioniert. Wunderbar. Nix, überhaupt nicht. Dann mal los. Jo, geschwattet hatten wir ja das letzte Mal. Also, sprich eigentlich gestern Abend noch. Ne? Das geht ja jetzt so weiter. Und nun wollen wir zusehen, dass wir den Kram mit Silo kriegen. Aber lang weiß ich nicht, mal gucken. Aber das sehen wir denn ja. Einfach erstmal rein den Kram da. So, Jan, der liegt nur in Sauer. Der hat angerufen, der kotzt sich die Seele aus dem Leib von dem Geneva gestern. Ich sag, naja. Jung, gucke ich mir heute nochmal mit an und ansonsten war's das. Nee, Chef kommt auch nicht wieder vor, Säche. Und ich sag, ja, ist auch nicht so schlimm. Ich sag, mach, ist in Ordnung. Ich sag nur, gerade hier in der Zeit jetzt, wo wir alles da, alles getimt ist, sage ich mal von daher. Moment, da unten. Mhm. 17, das steht noch von letztem Mal. Jo, dann auf geht's. Ich sag, das haut nicht hin. Da können gerne einen nehmen, sag ich. Da bin ich auch der Letzte, der nicht mitmacht irgendwo. Ich sag aber, nicht, wenn wir hier auf dem Acker zu tun haben und ein Kram, ne? Und die Sachen in der Erde müssen hier, die Saat in der Erde muss und all so ein Cheater, ne? Das könnt ihr euch abschminken. Naja, gut. Luder mal ein Brüten nur noch und dann da kriege ich schon hin. Und die Willem, das wäre genauso ein Cheat wie morgen, du. Ich wusste, der hat noch einen Silo-Verteiler auf dem Hof stehen. Ich sag, den brauche ich unbedingt, sag ich, muss den Kram auseinanderkriegen. Später. Und ich sag, nix später. Ich sag, dann fahr ich jetzt hin und holen wir den. Ja, Muckmann, ist dein 800 am Hof. Weißt du wo? Und ich sag, ja, weiß ich wohl. Naja, und so sind wir nun schon alle recht früh in die Gänge hier. Antje, die muss auch nachher noch mal eben auf dem Hof ein bisschen Frühstück machen. Nicht, dass mir das Mädel vom Fleisch fällt, ne? Aber die war gleich pünktlich, also ich glaube überpünktlich schon, 5 Uhr. Ja gut, ist für den Bauern ja keine Zeit, ne? wenn das Wetter gut ist und alles. Heutzutage ziehst du ja auch schon nachts durch. Ja, schönes Ding, ne? Kann man echt nicht meckern. PS halt stimmt. Er reißt alles gut weg. Ja. Der Rest wird sich dann so mit der Zeit ergeben hier. Er soll ja auch noch flügen denn, ne? Schön Deckschar hinter denn. Nach der nächsten Ernte, sag ich mal, dann wird das alles durchgeflügt hier. So wie sich das gehört. Aber ich muss jetzt auch zwischendurch noch mal eben los und muss Dünger und Saat holen, glaube ich. Ich glaube, das ist auch nicht mehr alle Welt.
damit eigentlich jeder weiterkommt, ne? Oh, wird wie man sehen, da läuft sich recht. Verkehrt sind die ja nicht hier, Jan und Wilhelm, ne? Kein Fall. Nicht wie ob eins mit Muck, als wie jung wären, ne? Aber jetzt, gerade jetzt, das hätte ich gebrauchen können zum Festfahren oder irgendwas, ne? Ich hab keine Ahnung, nur. Das muss ich alles alleine machen, den ganzen Schick, du. Doch, eigentlich, aber dann bleibt das. Das Sehen bleibt dann liegen und das ist. Immer sehen. Laden hier nur, da bleibt auch nicht viel über, du. Ich glaube, zwei oder drei Hänger habe ich da jetzt drin. Drei Fuder. Gut, auf der hin und her fährt, bis er voll ist hier. Ja, mal sehen, ich habe ja noch Gas. Hinten in der Ecke, da wo ich Ballen machen wollte, dann muss ich da ein Silo vormachen. Oder nicht ganz voll. Langt das auch erstmal, so viel Kühe kann ich mir sowieso nicht anschauen. Nur komm, da Löppbeten hier, da kriege ich auch noch mit, ne? So wir noch einen Placken. Ja, ich nicht vergessen. Nee. Aber der Dolzläufer noch bei hier. Ja. Den behalte ich erstmal. Oh, schön. Rabatten und dann geil ab. Man hätte sich ja auch jetzt hier den Lohnunternehmer holen können hier aus der Gegend, nicht, aber der wird dann gleich mit 2-3 angekommen hier. Geschütze. Ich sage aber auf Dauer, das kannst du ja nicht bezahlen. Ne? Im Moment sowieso nicht. Wir müssen noch 4 haben, das Geld wird immer weniger da oben. Ne? Na gut, ich habe noch ein bisschen was in Petro in Amerika, ne? Die Maschine habe ich noch nicht verkauft. Das habe ich auch schon erzählt. Bin ja am Überlegen, ob ich mir den Massey Ferguson Mähdrescher rüberhole hier. Aber ich habe immer noch keine Preise von der Firma hier, von der Frachtfirma, ne? Ob sich das lohnt. Und sonst zur Not, dann haue ich den New Holland Mähdrescher weg, den Lütten. Den hole ich mir nachher zum Dreschenlohner erstmal. Denn so viel habe ich ja gar nicht. Es steht auch nur rum, das Ding. So, siehst du. Da immer auf andere Seite rüber, wa? Ich habe eben schon einmal festgefahren, das dauert ja ewig, du mein lieber Mann, du. Naja, ist halt so, in echt ist das ja auch so, ne? Kann man von hier an mal sehen. Da habe ich mir auch noch an einen Fummel hier. Ja, und jetzt? Achso. Aber der ist das, siehste. Jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen verteilen hier den Kram. Oder erstmal noch einen Fuger. Oh Herr, der haut ihn mal raus, du. Da muss ich wieder dicht machen. Geht auch nicht von selber, wa? 16, nee, 19, ja. Jo, gut. Dann holen wir uns noch eine Runde. Und dann verdichten wir erstmal. Ich bin alleine, nützt nichts. Da muss ich auch noch, glaube ich, noch wieder bei, noch mal düngen, ne? Junge, da geht Kunstdünger ab, du, mein lieber Mann, du. Wenn man ein paar Koi hast und Gülle, ne, und Mess oder was, ne, dann hast du schon mal, die erste Stufe ist ja schon mal geritzt dann, die kostet ja nichts. Bin mal gespannt, wenn man da jetzt die Ernte raus hat und das verscheuert, was da den
die Differenz, was da überbleibt. Ja, ist der 17er halt realistischer. Ist aber okay. Finde gut. Irgendwo. Das ist mir zu knabbern. Nein, nee, das ist der knapp. Siehst du. Im nächsten LS ist das wieder ein anderer knapp. Oh, no, jo. Geräusche sind gut. Der Sound, soll man hören. Ist er davon Binnenhut? Schön, komm mal an. Ein Zug, alles drin da, schön von der Grafik. Das ist gut, klasse gemacht. Bis nur noch meine anderen Maps da, die ich da im 15er gerade am Wickel habe. Meine Lieblingsmaps da von DLS Modding. Bandicoot und was das schöne Back und so. Die, das wäre klasse, wenn die noch rüberkommen würden. Das wird Spaß machen. Oha, oha. Aber naja, lass uns halt mal überraschen. Hier in Holland ist auch fein, da mal haben. Ich halt so ein Flachland-Tiroler, ne? Ist so. Ich sehe immer noch Leipzig 1 Track, ne? Jupp. Vielleicht nächstes Mal düngen hier, weil ich den Gang noch nicht, ob du mehr Ertrag hier rauskriegst an Gras. Das weiß ich auch alles noch nicht so genau. Laufen tut das eigentlich ganz gut erstmal, alles. Ja, man kann sich meckern. Ich mein Junge. Nee, am Setten. Da habe ich da hinten noch den einen Hamda. Hier noch ein Dorf. Den habe ich auch fertig. Auch eine ganz schöne Ecke. Und dann mal kicken wir da rein durch. In so ein Silo, ne? Und für diese Dinger hier, da langt der, wie heißt der, Repex da, langt dreimal. Ach. Rückgang ist so eine riesen Klamotten hier. Kommt später auch noch alles. Kommt alles auf den Tisch, nach und nach. Immer ganz in Ruhe auschecken. Weil dann weiß man auch nachher, was denn, welches Ding was genau macht. Ne? Dann macht es auch viel mehr Spaß, finde ich. Wenn ich nachher weiß, wie ich mit den Dingern umzugehen habe hier. Ja, siehst du. Dann nehmen wir hier noch ein Stück mit und dann... Dann habt ihr bald genug. Ja. Macht sich gut. Macht sich gut. Dann ja, nochmal eben schnell gleich nach Antje hingucken. Ist voll oder was? Ja, genug. Oha, guck an, der macht sich gut. Hab ich noch gar nicht gehört. Hochmodern alles hier, du. Merkst du, da muss es viel mehr rumpen, ne? Das finde ich schön, sowas. Ein bisschen in den Gänge kommt da. Wer Knopf, du. Ritt M. Wieso, der hat schon 264 PS oder so. Also viel weniger darf er gar nicht haben. Der lohnt dann eins nicht. Hm.
58 beim geht schnell mit den Hänger, nicht? Aber naja, neue Reifen drauf, der ist ein nagelneu, ne? Da muss er eigentlich gebacken kriegen. Ja, 60, den Trecker, den darf ich ja fahren. Ich hab CE und alles drum und dran, ne? Null Problemo. Habe ich auch in echt. Sämtliche Führerscheine, die du denken kannst. So, wie mache ich das jetzt denn? Fahre ich darüber oder hier rüber? Und dann verteilen nachher, ne? Das wird noch mal so ein Akt, oder? Habe ich auch noch nicht. Mal sehen. Krieg ich wie hin. Den Schmidt wieder hoch auf den Bülten hier. Jo. Können wir mal eben kicken von Achtern wollen. Und sehen wir noch, siehst du, und Gas. Darf nicht zu langsam fahren vielleicht, ne? Du brauchst nicht so viel auf den anderen Modellen hier. Und das kriege ich auch noch hin mit der Zeit. Da siehst du. Guck an. Oha, oha. So. Fahren wir mal eben vorne um den Hof. Müssen wir da nochmal eben noch ankippen, müssen wir auch nochmal eben rein. So. Ja, Leute. Das war's dann erstmal wieder in dieser Runde. Das nächste Mal sehen wir uns wieder und dann können wir Silo verdichten und weiter Silo fahren noch eine Runde, bis fertig ist, ne? Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf. Bis dahin, macht's gut, euer Butcher. Tschüss.